Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Spiel mit Honey, I Joined a Cult. Von dem, was ich ein bisschen verstanden habe, ist ein Management-Game. Man kann es so ein bisschen als Prison-Architekt vergleichen, nur dass man hier halt seinen eigenen Cult gründen darf. Wie auch schon in der Vergangenheit mit sowas wie Let's Build a Zoo, werden wir ganz simpel hingehen, das Spiel einfach mal starten, ein bisschen gucken, was hier von uns zukommt und dann live jedes Mal entscheiden, ob wir davon noch mehr spielen wollen oder nicht. Ansonsten auch ganz, ganz wichtig, hier mal ganz kurz nochmal hervorzuheben, ist eine Kleinigkeit, die vermutlich gar nicht so viele Leute darunter leiden, aber ich bin einer von denen und ich möchte es einfach ganz kurz zeigen. Und zwar Background Swirl Rotation. Es ist wirklich nur eine Sache von im Hintergrund hier dreht sich das. Und ich kann das leider so überhaupt nicht ab. Wenn das ein Spiel ist, wo man sich auf den Vordergrund konzentrieren muss und im Hintergrund sich Sachen drehen oder bewegen, dann wird mir sehr schnell sehr eklig dabei. Und dementsprechend, ich gehe mal davon aus, dass es wirklich nur in dem Hauptmenü einen Grund gibt, das auszuschalten. Aber ich finde es sehr angenehm. Ja, ich verwende eine ähnliche Software von SteelSeries, um meine Kanäle zu splitten. Ich kenne die Späße und VoiceMeter ist eh nicht spaßig. Oh, VoiceMeter muss ich auch irgendwann nochmal tun, ja. Okay, are things really going that badly? Sagt Space Commander Bert Biscuit. Uh-oh. Assistant Director Rogue sagt yes. Okay. Die Cops sind da. But a special operation. Oh, da wird schon. Operate. The people here are brainwashed. They're practically delusional. Take this punk for instance. He's covered in blue house paint. That's not house paint. He's begun his transcension into a space fish. Fish. Sort him out. Yes, boss. Fish? Oh, fish. Boss, I'm not sure this is paint. Of course not. I told you he's part space fish. Amazing. A miracle. Holy moly. Nonsense. It's probably just that really stubborn paint. Just get him out of here. Fish? This place is done. We are shutting it down. But I did nothing wrong. Although we cannot prove you actually lifted a finger around here. Dot dot dot. Everyone else is be taken away for processing. What's most important is that I'm free. I want you out of this dust bowl tonight, punk. I'll be moving on to the next level. I mean, yeah, of course. Officers will see all this off shortly. Agents, let's roll out of this dump. Oh, da werden sogar Reporter hervorgehoben. Fish? You're fish now. Wie wir, ich sag mal wir, da mit unserem Geldkoffer von these fools couldn't incriminate me. Even if there was evidence hidden under my head. Which there is. Oh, detective on fish, huh? You ain't seen me, right? What? Ah! No, I have been given a second chance. This time to change my ways. Excuse me. Bonk. Time to change my ways. Time to... Oh, who am I kidding? Time to rebuild and establish contact with a new divine being. Oh, man kann von beiden Seiten einstecken. First, I will need some serious cosmic surgery to change my appearance. Good thing I know a guy. Ja, also man sieht, da draußen sind Proteste unterwegs. Gehen wir von aus, das wird dann auch so ein Problem für die Monster later. Okay, Code Customization. Es gibt Premates. Wollen wir mal so ein bisschen gucken, was die hier schon mal so ein bisschen dabei haben.
The Vice Moon Pie. First, Last Name, gesichtsähnlich anpassen, Kultname, die Cultists. Wir starten einfach hier, obwohl wir können auch einmal ganz kurz durchgehen. Christmas Dawn, Children of Sorus, The Flum Family, The Temple of Adam, The Maddening Dark, da hatten wir die Fischkollegen, Lark of the Covenant, The Donzies, The First Dynasty, The Cult of the Worm, The Republic of Gamers, of course. Ist es nicht... Ist es nicht was... Ist es Steel Series? Nee, es ist ein anderer. Ich komme gerade nicht drauf. Okay, wir bleiben einfach mal hier in der Ecke. Gucken einfach mal. One of a Kind. Ah, Asus, ja richtig, ja. So, wir gehen einfach ganz simpel hin. Nehmen den Force Commander. Use whenever the game refers to Force Commander Omni the Mighty. No, wir gehen dann natürlich mit, wie gewohnt, Fort Camley. Gucken mal so ein bisschen, das Du ist natürlich gerade, der Hut ist hier so ein bisschen im Weg. Aber ich denke, das ist fast das mit passendste ist, dass wir wiederum so aussehen. Also gerade so ist die Facial Hair, fällt natürlich komplett weg. Heißt, wir werden mal ganz kurz das wegnehmen, denn wir wollen natürlich schon so ein bisschen gucken, was hier theoretisch möglich wäre. Alles nicht so ganz passend. Wenn man ernsthaft mich versuchen würde nachzubasteln hier. Alright. Face. Oh, ich bin ja fürs Grinsen bekannt, richtig. Besser. Oh yeah. Nope. Head Shape. Aha, zwei von den Kellerbräunen ist richtig. Haar auch nochmal ganz kurz gucken. Yeah, Funky Brother. Überraschend wenig Optionen für wenig. Aber gut. Outfit. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt hier, das kommt da drüber. Yes, please. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Oh, ein Suit wäre natürlich nicht verkehrt, aber irgendwie wirklich passend. Christmas Sweater, richtig. Das ist Santa, das können auch keine Optionen für meine Art von vier, ja. Ja, wir gehen einfach mit einem Hoodie. Warum nicht? Ansonsten richtig, ich wollte nochmal den Hut gucken. Ich denke, ich muss Rot nehmen. Rot, dann gucken wir nochmal, hier ist Blau. Ah ne, Moment, das war der da. Outfit. Machen wir so. Passt ein bisschen besser zu meinem Avatar. So, der Kultname ist natürlich die Force Community. The Divine Being. In Force.com. Bin mal zur Freien halt das kürzer. Kult-Symbol. Da will ich einfach mal sehen. Irgendwas, was passender wäre. The Nuke. Man hat so ein paar. Ich denke, hier wäre es ganz cool, wenn man... Wenn man sein eigenes Ding hätte importieren können. Sieht man wieder rot. Ich denke, auch hier wäre cool, wenn man einfach mehrere Farben nehmen könnte. Ja, wir gehen ruhig rot. Einfach passend zu unserer Grinsebacke. Wie ist nicht dein eigenes, genau. Vor allem mit einem Plural. The Gaming Zone. The Relic is the Fearless Eye. Also das ist der Relic, ja richtig. Irgendwas Interessantes. Ja,
Yes, of course. Oh, the Worm. Cool. Hm. Nicht ganz klar, wo das hinführt. Ich will eigentlich, dass ihr keinen Hut trägt. Also ist einer, der komplett alles verdeckt. Arthur Penguin. Also der Holy Room muss ja dann wieder mal der Force Compound sein. Force Communist. Und Plural, ihr seid die... Deswegen, nun S hinten dranhängen ist ja schon ein bisschen... Nobody shall confide the Force Communist. Ja doch, vermutlich schon. Gucken wir mal als Beispiel nochmal hier oben. Life had no meaning until it became a Force Communist. Ja doch, vermutlich schon. Ja, genau. Das Gesicht verdecken, aber unten runden. Schön freizügig. So, ihr müsst aber dann irgendwas anderes Dummes tragen dafür. Wenn ich schon mit einem Hoodie herumlaufen darf. Ihr läuft einfach mit gar nichts in dieses bezüglich herum. Ich gebe euch die Freiheit. Im 17. ist der Publisher richtig. Deswegen macht Wurms auch Sinn. Ihr läuft einfach mit gar nichts rum. Ja, genau. Kann ich das... ich kann... Schade. Das Outfit ist wirklich dann nur die Hautfarbe. Das ist ja doof. Dann können wir das ruhig auch auf Rot lassen. So, das Relic. Nichts passt so wirklich in die Ecke. Ja, dementsprechend. Bisschen schade, dass das halt nicht so ein bisschen das Aussehen von dem Leader hat. Das wäre dann wiederum halbwegs gescheit. Ja, es passt leider nicht so ganz in die Ecke. Genau, like and subscribe. We shall protect the like and subscribe at all costs. Ich denke, damit haben wir's. So, und ich gehe mal ganz kurz hin. Save. Ich hoffe, es funktioniert. Shadowmanch hat den Grund gefunden. Die haben den als Launch-Promo mit ROG oder Rock Leuten ein Giveaway gemacht. Ah, okay. Gut, dass du nachgeguckt hast. Meine, irgendwas in der Sicht hat man vermutlich dann erwartet. Gut. Holy Room is the Force Compound. Namen sind eingegeben. Yeah. Hat zwar gefühlt viel zu lange gedauert, aber hey. Hello, world. True. Hello. I'm Ford Cumney, but you can call me Force Commander. Welcome to the Force Community. Forcecom told me you were coming. Forcecom tells me loads of stuff. Just me, though. Nobody else can hear it. Forcecom also told me you were going to help get the Force Communists up and running. It's pretty much your destiny. I'm more of an ideas person, though, so you're going to have to do the groundwork. So, you can't run a cult if you can't see the cult. Move the camera with this ID or the arrow keys. You can also hold and drag the middle mouse button. Okay, also wie immer muss es hier selber machen.
Ein und raus. Zoomen oder bewegen. Zoomen kommt vermutlich noch. First thing I think I saw a bee in that grass. Zoom in so I can see it. Nope. Just some bee-shaped grass. Zoom out in case there are any real bees around. Yeah, alright. Good. Not a bee in sight. Sometimes you want to take a few moments to consider Foscom's plans. Pause the game. Great. At other times we want people to get a move on. Unpause. Speed up. You know. Look at the move. They don't. Let's return to normal speed for now. But feel free to change the speed as Foscom sees fit. So, force communists are the engine of our organization. They perform all the daily duties and keep everything running smooth-ish. Save for the missions they are sent on, force communists spend their entire lives in this beautiful compound. They are truly blessed. Most importantly, force communists extract money from our visiting followers. We need this money to realize the mysterious grand plan for Foscom. Sure. Let's see how first communists are doing. Pick the most attractive one. Okay. Yeah, I guess it's a you. So, view their stats. Da drüben. So, wir haben so einige typische Sachen wie Hunger, Energy, Bladder, Hygiene, Fun und Prestige. Dann haben wir Mood, Traits, Quirks, Effects und Injuries. What are you up to? Ugh, really? Not who I would have chosen. The mood bar shows overall mood. Everything affecting the mood, schönes Leerzeichen hier, of a force communist is listed in the mood section. Looks like they're happy on the inside. Let's see what other information we have on them. In the level tab, you can get information. My father had me tested. I'm insane. On the community level and skill points. Skill points can be allocated when the cultist level up. Okay, da sind einige dabei. In the priorities tab, you can control what jobs your force communist does. Huh. The schedule tab allows you to control when your force communists work. Oder in dem Fall singular communist. We will eventually discover rooms that can only be worked at night. Uh-huh. I find the force communists generally look better than two. Burn. Managing so many force communists can be overwhelming, especially when an organization gets bigger. The force communists menu will allow you to view the mood of everyone at once. Okay, da haben wir ein paar Namen, die wir definitiv umbenennen dürfen. Yeah. Similarly, the skill tabs will allow you to compare the skills of everyone. Some of these people really aren't up to much, but they will get better with time, hopefully. Similarly, skills, genau. Here you can view the traits and quirks of everyone. Some of these people truly are special in the worst possible sense. Okay, da dürfen wir gleich mal gucken. You can view the traits. Genau. The priority. Ich denke immer, wenn ich da draufklicke, dass das nächste schon aufploppt, aber man muss ja selber next sagen. The priorities menu will allow you to see are available. Tada. The schedule tab allows you to see when people are scheduled to work. Note that some jobs can only be worked during daytime hours and others only at night. The hours in dark blue at the top of the menu. Allow you to see when people are scheduled to work. Note that some jobs can only be worked during day, others during night. The hours in the dark blue at the top of the menu. Dark blue? Ich meine, die Anordnung ist eh schon sehr merkwürdig, aber ich gehe davon aus, dass halt das zum Beispiel ist, hey, schlafen, arbeiten, leisure oder ähnliches. I don't know. Ich denke, dürfen wir einfach noch reinfuchsen. Everything needs solid foundations, even buildings. Let's construct some now. With foundation selected, drag an area of foundation. Build. Foundation. Alle von denen in Ordnung. Oben drüber 20 Uhr bis irgendwann morgens. Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Achso, die da. Das ist der Bereich.
Ah, okay. Ich muss zugeben, ich habe auf die Ziffern selber geachtet, nicht auf den Hintergrund in dem Fall. Okay, wir nehmen Concrete, auch wenn es alles gleich kostet. So, hier relativ simpel, da ist nicht viel Magie dabei. Build a door. Cell door. No. Don't be mean. Normale Tür. Für 100. Let's now partition the area, so we have enough space for multiple rooms. These rooms will be pretty cramped, but we do for now. You'll want to expand them later on. Okay, das heißt also, wir werden vermutlich jetzt hier... Ah, nee, das ist Foundation. Das ist Walls. Okay, wir nehmen wieder Concrete. Na dann, Foscom says to tell you that they are very pleased. Let's designate some rooms now. So, a tired Foscom won't perform their duties well. Their chit-chat is also super dry. Oh wow, das Spiel geht nebenbei schon los. Ah, das muss ja nicht sein. They need to sleep in the bed to replenish their energy. Let's begin, assign a bedroom here so that they have somewhere to sleep. Once completed, exit the room assignment mode. Rooms. Bedroom. Okay. Und so finde ich schön, dass zum Teil die Fenster immer dort verschiebbar sind und dann da bleiben. Good work. The room menu automatically opens when you assign a new room. It shows you what objects a room requires. This one needs a bed and some storage. Okay, da unten. This room needs specific objects to function. So, and let's build a bed and some storage for each false communist and of course me. The highlighted button will display the relevant objects in the build menu. Let's furnish our bedroom. Build 5 beds, 5 storage. So, und dann werden wir da automatisch hingeworfen, das auch sehr angenehm ist. Oh, dirty mattresses, wir können uns nicht viel leisten. Vor allem 60 Bakos für eine dirty mattress? Die wir vielleicht vermutlich irgendwo vom Sperrmüll geklaut haben. So, 1, 2, 3, 4 und 5. So wie natürlich unsere Storage-Boxen, die wir einfach genau davor stellen. Als wären wir beim Militär. And there are no ghosts yet. Build a door, dipshit. Rotate doors and other objects can be rotated. Richtig, so. Build. Ihr kriegt... Eine rote Tür. Natürlich. Good work, Force Communists will sleep in the beds during the assigned sleep time in the schedules. It's better for everyone if Force Communists have access to a toilet and a shower. Wir sind Gamers. Das heißt, wir haben unsere Gaming-Bottles und Showers? What? So, build a door. Welche Tür nehmen wir dafür? Wir nehmen die hier. Da kann man von draußen reingucken. Macht immer Spaß. So, assigned space, richtig. Room, bathroom. Wunderbar. So, you're a natural. Let's play some bathroom objects. The object and room menus have such functions to help you find things. You can either input text into a search box or select a filter from the drop-down menu. So, let's use the filters to see what specific objects they are. Okay, wir brauchen also Toilets, Shower und Sinks. A drain is optional. Okay. Ich guck gerade so ein bisschen, wie das Ganze aufgebaut ist. Oh, man kann Character on und off mit I machen. Wird das irgendwo hervorgehoben? R ist nämlich Rotate. Toilets in the fucking bucket. Holy moly. And what? Look at all these wonderful bathroom appliances. Let's build some now. Okay. 2 buckets. Uh-huh. 2 showers. And let them in the sinks. Okay, couldn't have done it better myself. Force Communists will raise their bladder and hygiene stats in the bathroom.
So, ordering people about is necessary and fun. So, select a force communist. Ihr habt euch hier nämlich schon mal reinbegeben. Ich nehme einfach mal Kevin. So. Notice that usable items are highlighted in green. Let's force, ich wollte ja schon wieder force kommen oder ähnlich sagen, someone to use one of our new toilet buckets. Right click on a toilet bucket. Okay. Great stuff. I don't think they even really wanted to go. You can manually order force communists to do lots of things this way. Okay. This outbuilding isn't really my style. Let's get rid of it before we build anything else. So, use the wall delete tool if you want to get rid of a wall. This keeps the underlying foundation but removes the wall. So, build, delete wall. Alright. Now let's make this sucker disappear. Get rid of the whole thing with the demolish tool. This clears the foundation completely, leaves it nothing but grass. Oh yeah. Every day und so weiter. Achso, Moment, habe ich ja. Moment. Smoke weed every day. Warum das nicht funktioniert hat. Achso, muss ich weiter sagen, damit es entfernt wird? Okay, whatever. Starving force communists tend to die. Pff, casuals. I know this for a fact. Build a canteen here. So, Tür. Ich denke, wir sollten eine Zellentür nehmen, einfach nur um sicherzustellen, dass da nicht immer einfach jeder reinmarschieren darf. Assign space for your canteen. So. Build a vending machine. Natürlich kommen die Vending Machines ganz unten hin, damit die Leute ja den Raum betreten. A Water Cooler, der gehört natürlich schön in die Ecke. A Canteen Serving Table. Mal gleich zwei von denen. Ich glaube, wir sollen nur einen von denen bauen. Kann ich den im Nachhinein? Aktuell noch nicht. Und dann... die nimmt viel Platz weg. Okay. Very nice. Force communists will eat in the canteen in their free time when they're hungry and raise their hunger stat. Some scientists believe that vending machine food is not particularly nutritious. It can also be expensive. A kitchen will provide better quality, cheaper food like gruel. You might want to build one in the future. These rooms you have built, they are hideous. Placing some decor items will help improve the room's prestige level and prestige score. So... Filter. Dekor. Okay, damit könnte man also hier so ein paar Sachen reinschmeißen. So, irgendwas, was hier nachvollziehbar clever wäre, aber vermutlich einfach... Oh, die Blümchen passen da oben ernsthaft nicht rein? Denn Bücher haben da drin nichts zu suchen. Oder? Je nachdem, was in den Büchern drin steht. Dann kriegt ihr halt hier eine funky standing lamp. Obwohl, interessant, dass gerade die Lampe nicht farblich angepasst werden darf. A table. No. A small cupboard. Ja, von mir aus. Okay. I like what you have done with the place. Placing items within a room contribute to that room prestige score. This is based on the highest six items within the room. With other items providing diminishing returns, placing decor or high prestige items can help boost the score, whilst having two little free space or broken items can reduce it. Each room also has a prestige level. This is based on the current prestige score of a room and can increase by hitting certain thresholds. The prestige level is compared against the cultist level to see how happy they are with the being in the room. A force communist will gain mood buffs or debuffs based on the difference between the level and the prestige level of the room they're in. Prestige levels and prestige score are visible on the room's info panel. View. Prestige score. Okay. Why is nobody praying? Force Compel, go crazy! We need to hold a ceremony right now, please. Holding ceremonies in the holy room creates faith. Base is drained by each Force Communist. If it gets too low, everyone's mood will suffer.
Let's hold our first ceremony before everyone stops believing in Force Commando. Ceremonies will occur automatically each day, providing your holy room is fully functional and accessible. You have enough influence. Looks like our first ceremony is about to start. Let's see how the ceremony goes. You can speed up if you want. I won't be offended. Yeah, but I will. Achso, die. What? Dachte, der würde sich da oben hinstellen und dann darunter zu den labern. Und nicht, dass die. The following is based on a true story. Schreck-Emoji. Aha. Okay. The like and subscribe is massive. All hail Foscom. True. Ceremony completed. 3 von 5 Sterne. Influence cost face generated. Mood energy. Theme rating. Minus money. Face blabbern plus. Rest 0. Force Communist Count, okay, wir könnten also theoretisch 8 insgesamt haben, aber es gibt einen Unterschied zwischen Communists und Followers. Overall Cold Happiness, okay. Force Communists are feeling like a toilet that flushed first time. What? Let's see how the ceremony goes, you can speed up. Okay, they loved it. Ceremonies are more effective if I'm in a good mood before they start. They take a lot of Force Commanders energy though, so let's space them out. You can change the time a ceremony occurs in the holy room sidebar. Many ceremonies can also be triggered there if a scheduled ceremony fails to start for any reason. So select the force compound. Ceremony. Daily ceremony time. The slot are pretty new, but they quickly gain experience through performing various tasks around the base and going on missions. I've used some secret powers from Forcecom to provide some instant experience to one of the communists. Let's level them up. Okay. Select. Every time you level a Force Communist up, you get to allocate 2 skill points. Choose the skills you want to increase and finish the leveling up progress. So, gucken wir mal so ein bisschen. Also, man hat Traits, man hat Skill Group, aber nur Skills selber dürfen verbessert werden. So, 2 Stück. Wir haben Empathy, increases influence gains. Bluffing, increases recruitment chance. Butchery, increases cocking. Nice cock. Increases minigame starting level and reduces heat generated. Moonshine Distillery. What are we up to? Espionage. Increase mission planning speed. Okay, also sind ein paar Sachen dabei, die damit abdecken. Increase module progressing speed. Increases research speed. Planning. Patrol speed. Retail. Increase money gains. Improvisation. Increases cooking success. Okay. Social. Public speaking. Ich denke, wir gehen mal Empathy und was war nochmal Intelligence alles mit dabei? Module Progress Speed und Increase Research. Influence. Recruitment Chance. Glaube ich, gehe Social. Outstanding work. Keep an eye out for any Force Communists with the level up indicator above them. Natürlich schön, dass sie alle auf einem Haufen sind, womit man dann das Level up Symbol nicht sehen konnte. Outstanding work. Keep an eye out. Genau. Think about what role the Force Communist is best suited to and upgrade their skills accordingly. Warum? Was hat das mit dem Instrument zu tun? Followers are our main source of income, but first we need to convince them to join us. This is the lobby. Interested people will go there to talk to the receptionist. A decent receptionist is very important, so try and make it someone who can string a sentence together. If the receptionist does a good job, the person will join us as a follower and start to visit us. We'll join as a follower and start to visit us, our therapy rooms regularly.
You know what people really love? Money. Paving tiles. You're such a dummy. People follow paved tile paths if there's a route available that's not ridiculously long. Otherwise, they walk on the grass, then they might step on a bee. Nobody wants that. Let's build a pass for people to get to the lobby. Yeah, try it. Make it someone who can string together a sentence. So objects. Outdoor floor. Everybody walk the dinosaur. Man will eigentlich immer die, und das haben so viele Spiele, wo man nicht den gleichen, die gleichen Teils in dem Fall nehmen kann, wie das Spiel einem schon vorgibt. Ich denke dementsprechend, die wären zum Beispiel. Nope. Wrong. Kann man das eigentlich rückgängig machen irgendwo, irgendwie? And no, I guess not. So, I met someone in the bar yesterday and they said they would drop by to check us out. They should be here any moment. Wow, they look totally different to how I remember. I wonder if they're still interested. So, jetzt machen wir mal hier wieder los. Oh, da kommt er. Yeeha, unknown person. Wait for the person to become a follower. I'm a robot, beep. Okay. Sicher, dass wir jemanden einstellen. I'd love to join. Yoink. Nice. That's our first follower. Pretty sure it was my bar chat that made the difference. So, let's take a closer look at the new follower. So, Emma Kane. The bio tab will give some basic information on the follower. We attract some strange type. So, gucken wir mal. Walking to a meditation Matt, you're tearing me apart, Ford. Uh-huh. Current job is dust collector. Bio, joined on day one. Waddles like a duck. Compelled to do the wrong thing. One of them irritating people. The level up tab provides information on the interests of the follower and any progress they've made in a module room. View information on what each module room does by hovering your mouse over each room's icon. That's the force compound. Each follower has limited interest in each activity. This decreases as they spend time in the room. Followers will not visit rooms that they have lost interest in. Yeah, I guess. The maggot rejuvenation, whatever. Each follower has a meditation studio, the discombobulation therapy, energy spa, spirit chamber. Solange man da nicht die Spirit Bomb drin basteln möchte, also die passen jetzt noch nicht so ganz in das Thema, was ich verfolgen würde. Traits and quirks can be viewed in the stats tab. Only once a follower has completed the Pool of Revelations module. Okay, also wir wissen es noch nicht. You can find overview information on all followers here. Da, okay. Alles klar. Overview of follower stats information can be viewed here once they have been revealed. This can be useful for determining which followers we want to keep and which aren't worthy of Forcecom. Alles klar. Followers are the cash cows and that we need to milk. They will happily pay for all sorts of strange treatments in our therapy rooms. This meditation studio is a therapy room the followers will pay to use. Sometimes I say I'm meditating, but I'm actually asleep. Followers will leave if there are no therapy rooms available or they are bored of the current ones. Build as many different therapy rooms as you can to keep the money flowing. Remember, it's all for Forcecom. So, I'm feeling a bit guilty about splashing so much money on those luxury toilet buckets. Let the force communists earn 25 bucks from our follower to show their gratitude. You can speed up and pause time using the controls in the bottom right. This is a good time to try them out. Bitte ist auch wieder. Das hat zum Beispiel letztes Bild so nicht hinbekommen. 1, 2, 3, beschleunigen. Leertaste, pausieren. Nice throat singing. Okay, $6.60 beim ersten Mal fallen gelassen. Immerhin. Keine Ahnung, wie lange das jetzt hier wirklich dauert, um das umzusetzen. Das ist meines 11 Uhr. Hat er mir schon 13, 20 fallen lassen?
Also die pressen dafür schon relativ viel Geld raus, aber ich gehe mal davon aus, dass es im Sinne des Tutorials aktuell vielleicht noch nicht weitergehen soll. Oder nur langsam? Nein, nein, nein. Dafür habe ich dann nicht zu sehr aufgepasst. So, excellent. The clearly love was come very much. My friend from the bar looks pretty desperate. I reckon they would join our ranks if we asked them. Once followers have been with us for a while. The recruit button will appear in their level tab. Attempt to recruit them. Yoink. Und da. The deciding. Dot, dot, dot. Aber interessant ist, wenn man im Pausenmenü ist, kann man nicht einfach mit 1, 2, 3 das wieder starten. Man kann hier, ja genau, man kann zum Beispiel hier auswählen, was es sein soll, aber erst mit Space geht es wirklich wieder weiter. So. Welcome to the party, pal. So, before the community to be successful, we need to manage our resources carefully. Various resources are used to research new rooms, upgrade existing ones, and buy the necessary items for them. Others are used to as an indicator of how well perceived Force Community is in the local community. Money is used to purchase items and build new rooms. We need to keep our pockets lined if we want to live a comfortable life. Force definitely wants that. True. Money is primarily earned through therapy rooms as a way for followers to thank us for the life-changing experiences they will no doubt have. Phase is an indicator, achso, das wird jetzt hier unten die Dinger angezeigt. Phase is an indicator of how much Force Communists believe in the cause. Each Force Communist will cost us face each day, so it is important to always have enough. We don't want them to leave. Phase is earned through our daily ceremonies. Want to research that cool looking new technology? Influence is what you need. Influence is used to research new rooms and upgrades. It's wonderful what you can get Force Communists to look into with a little bit of influence. It is primarily earned via followers using therapy rooms, the same way money is. Maintaining our reputation is in the local community is important. This is where PR comes in. By increasing our PR, we can attract better quality followers to potentially recruit later. PR is gained through missions, but can also be lost when Force Communists or followers leave. Don't worry, officer, nothing to see here. Heat is an indication of how much negative attention Force Community is getting. If this is getting too high, we will be subject to protests or even police raids. It can be reduced via missions and will also gradually change over time based on how many followers we have. If you ever need of a detailed breakdown of resource income, if you are ever in need of a detailed breakdown of resource income, a full stats page is available, da fehlt ein Komma, via any of the resource buttons. Open one. Alright. And let's go on. Now create the research office. Build a door. Jeder Bereich hat eine andere Tür bekommen. Assign the space for research. Richtig. Wir brauchen einen Desk. Der soll ruhig hier so ein bisschen entgegenguckend sein. Und dann halt, die müssen an die Wand. So, und natürlich wie immer Place Decor Items. Was, that's fun. Decor. Moment, das hat jetzt noch nicht gezählt? Give me more. Okay. Achso, ist optional. Force Communists won't work in the research office unless we assign a research task though. Let's do that. Okay, was haben wir denn hier so Feines? Their maintenance room. Force Communists using this room wander the compound repairing broken objects and clearing clutter. Aber mal aus reinem Interesse, was wäre noch am Anfang verfügbar, auch wenn logischerweise abgeschlossen. PR Missions periodically become available. Und the recreational room used to increase their fun needs. Moment, das ist nicht maximale Fun, hier mir zu folgen? Because, komm hier, okay, haben wir gelesen. 3 Stunden cost 20. Okay. So, excellent. This bar will increase when Force Communists are working in the research office. Once the research is complete, you will need to assign a new research task. Wait for the maintenance room research to be completed, then review the... Yes. So, müsste ich mich eigentlich jetzt hier hinsetzen und jemandem sagen, dass er das tun soll?
Haha, praise force community, I guess, yes. Mr. Comley ist halt der Einzige, den wir hören, nur zuhören können. Deswegen müssen die anderen auch unterhalten werden. Okay, Emma hat sich schon mal hingesetzt. Wir sind auch hier munter am unterwegs sein. Wo ich mich frage, müsste ich jetzt nicht eigentlich schon ein sechstes Bett hier hinpflanzen? Oh, yes. Puh, da wurde aber einer abgestinkert. Sag ich mal ein bisschen schneller gucken, nebenbei noch so ein bisschen. Okay, du hast, also ein paar Leute haben sich hier schon so ein bisschen... Was machst du hier eigentlich offiziell, wenn ich fragen darf? Unassigned bed. Das ist mir working as a preacher. Okay. Join day one raised by cats. Flies in an imaginary aeroplane. Sentient cabbage. Okay. So, das haben wir gemacht. Boss Com talks to me about a lot of different things. Freelance corpse maker. Beat summoning giant octopus creatures, building robot armies, or striving for what peace there will really is open to interpretation. Once you build a leader sanctum, we will be able to choose which direction to go in. Whatever we do, achievement, we will need money, so make sure you've got a regular flow of followers. Good luck, force communists. Looking for a lava lamp. Struggling to find what you're looking for. Tired of endlessly scrolling through menus, we've got you covered. Search for the great way to quickly finding things within the room, objects menu you can narrow down. Yada la 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 la. Freelance Corpse Maker, ask not for whom the bones, bones, it bones for thee. Wir haben, I love the people that hate me, and they love me. The previous circuit's pickpocket, joint day one, jumps like flea, studied the history of bad choices, won 2 tickets to the Hair Museum. Haben wir irgendwas hier? Erstmal soweit nicht wirklich. So, Bammy Leaf. I done goofed. Professional beer drinker. Join Cabbage Hands. Rolls around to go faster. Severe resting miserable face. Mhm. Das Connector hatten wir, richtig. Waddles like a duck. War hier nicht noch jemand? Ach du. You couldn't present a cat. Cloud Counter. Joint day one slightly blurred. Once lived in a giant peach, slowly evolving into a slug. So, Schattmensch, dadurch, dass du hier bist, da hast du die Ehre, zu entscheiden, wer von denen du sein möchtest. Aktuell würde ich sagen, Alex Adams wird zu Weißbrot. Einfach wegen der Race by Cat Sache, aber logischerweise, wenn auch unbedingt du das werden möchtest, dann würde ich dir, weil du gerade hier bist, den Vortritt natürlich geben. Um mal hervorzuheben, wir haben Emma Kane. Wir haben Bammy Leaf. Kevin Hanley. Ilya Civello. Okay, also Adam. Alex Adams wird zu Sven. Weißbrot. Nice. So, und du willst Bammy Leaf werden. Okay. Aber natürlich Entscheidungen hier. Ach nee, das bist... Hatte ich dich nicht gelevelt? Ich dachte, ich hätte dir das Level abgegeben. Wir hatten das Level abbekommen. Doch, das... Ach nee, das warst du. Okay. Ja, Bammy Leaf startet natürlich mit alles schon mal auf einem. Das ist natürlich schon mal ein relativ guter Start. Wow. Alright. Dann dürfen wir mal rausfinden, wie viele. Wow. Alles richtig. Die langen Namen sieht man gelegentlich nicht in Spielen. So, dann würde ich sagen. Mit dir hatte ich nämlich auch schon jemanden anvisiert gehabt, von den Skills, die ich hier verteilt hatte. Und zwar nehmen wir dann hier
die Katastrophe-Fairy. Dann wirst du der Knight Booster. Und unsere neue Emma. Waddles like a duck. Aber sie denken, wenn man nur einen Namen eingibt. Hey, nehmen wir mal Como, Como, nur was, aber kann man es, glaube ich, immer noch mal umbenennen. Gut, damit haben wir erstmal alle. Logischerweise, wer hier live das Ganze mitbestimmen möchte, mit dabei sein möchte, sagt es einfach. Leader Demands. Leader Demands received. Okay, gucken wir erstmal. Your leader will sometimes make a leader demand. It's best to pay attention to these, as they could offer. Autosaved. A reward for completing quests or impose a penalty if certain conditions are not met. They are two types. Quests have a specific goal to complete and can either offer rewards for completion or impose penalty statuses vermutlich. See below. Until completion, quests with a linked status are marked with a chain symbol. Most statuses are permanent and can either be positive or negative. Some temporary negative statuses are linked to quests and will be removed once the quest has been completed. These are marked with a chain symbol. All leader demands can be viewed in the leader demand tab of the compound menu. Research and build leader's sanctum. Achso, received heißt, dass wir es jetzt erhalten haben. A great choice needs to be made about the destiny of the Force community. People need a goal to aspire to, a purpose for their life. Build a leader's sanctum so we can make a decision about where this whole endeavor is going. Okay, research and build the leader's sanctum. Das heißt also, research. Leader's sanctum. Das ist ein langer, langer Weg. Okay, wir werden aber auch hier die anderen Sachen jetzt schon mal starten. Und ich denke, der Recreational Room klingt wichtiger als PR-Mission. Die Frage ist nur, ob Kitchen wichtiger ist. Wiederum. Immerhin hast du was zu tun, ja, I guess. Ceremony Extra Phase. 10%, oh boy. Mood Boost allows the leader to boost the Force Communist's mood at the cost of influence. Okay, also Recreational. Gucken wir mal, was das geben würde. Spirit Chamber. Discombobulation. Die auch beides nicht verkehrt. Use before it comes to create. Increase the fun. Wir haben eine Kitchen. Dementsprechend, ich starte mal ganz bewusst mit dem hier erstmal. So, bevor wir aber weitermachen, finden wir mal ganz kurz ein bisschen heraus. Okay, also Schattenmensch ist zum Beispiel gerade derjenige, der einfach alles hier machen soll. Quality average. Very poor. So, das ist Skills. Achso, das ist erstmal nur Skills. Genau, die Traits können wir uns mal angucken. Quality. Very limited potential. Average potential. Achso, das erste ist wirklich Quality. Very poor. Movement Speed decreased und Strange Petty Criminal. Negative Effects when leaving cold are halved. Okay. Quirks is Rise and Shine. Prefers to work during daytime. Mensch, yep. All-Star. Plus one bonus to all skills. Okay, das ist also das da wiederum. Couch Potato is hat Mensch aber auch gleichzeitig. Prefers not to work in kitchen or maintenance rooms. Und Light Sensitivity prefers to not work in Hypno Chamber or Discombobulation. Okay. Auch hier, various Conspiracy Theorist, Herr Night Booster. Weißbrot is burly, kriegt plus 20 Maximum Health. I'm massive. Und Serial Liar. Ich kann alles, ich arbeite nur nirgendwo, richtig. Shower Suspicion prefers private shower in a bathroom. Ach, Weißbrot. Spacious Knee prefers the bedroom to be larger than 30 tiles in size. Ah, wirst also lange Probleme haben. Short-term Blues. Negative moods are worse, but last half as long. Doomsday Believer mit Como Como. Und Special Crib prefers to be assigned to their own personal bed. Ich meine, wenn ich denen sage, der darf auf seiner eigenen Matratze schlafen.
reicht das dann schon damit? So, was haben wir denn hier? Prefers to work during daytime. Prefers not to work in the kitchen or maintenance room. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Priorities. Showroom names. Meine Maus aber funktioniert natürlich auch. So, also du willst definitiv kein Maintenance, kein Kitchen. Meine Frage ist, wie funktioniert denn das? Okay, es gibt High, Ignore und Low. Dann stelle ich für dich ein Ignore this. Schade, dass ich hier nicht schon mal vorausblickend sagen kann, hey, arbeite nicht in der Kitchen. Bluffing and social. Best skill at the cult. Also man könnte überlegen, dir das als High Priority zu geben. Und Empathy würde theoretisch auch Meditation Studies sein. So, wie sieht's denn bei dir aus? Nee, du bist theoretisch da aktuell sogar noch besser. Aber du bist ja in allem theoretisch gut. Das heißt, du bist jetzt aktuell so ein bisschen die Notfallperson in der Hinsicht. Okay, keiner wirklich gescheit für den Maintenance Room. Ja, ein paar von denen können aber schlichtweg noch gar nichts. Ja. Sag mir, ob man. Hier wäre es eigentlich ganz schick, wenn man gerade hier drüber schalten könnte, dass man wenigstens sehen würde, was sie so grundlegend. Also hier unten zum Beispiel auch Sleep, Free Time und Work. Okay, ich werde es für jetzt mal so lassen. Logischerweise, wenn es dann irgendwelche Nachtsberufe gibt, dann müssen wir da nochmal hin und dran. So, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall hier doch wieder ein weiteres Bett. Mit Frage. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen schade, weil man hat so ein bisschen Abstand gelassen, der einen jetzt so im Nachhinein so ein bisschen in den Hintern beißt, aber hey, whatever. Okay, gut. Gucken wir mal ganz kurz. The cleaning card required in a maintenance room. Achso, ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwo noch einen maintenance room reinbasteln. So, gucken wir mal. Bathroom, bedroom, canteen, the force compound, the lobby, the maintenance room research. Okay, also das eine fehlt uns und die anderen haben wir alle soweit erstmal. Gut. Dann required ist 7x6. Gucken wir mal. So, wir hatten Concrete. 1, 2, achso. Okay, also 7x6 würde das hier sein. Meine Frage ist, wie groß waren das? 440, das ist nicht viel. Deswegen, warum nicht einfach für 440? Achso, Moment. 19x17. Ja, das sieht dann vom Preis jetzt natürlich schon eine ganze Ecke anders aus. So, nochmal ganz kurz. 7x6 mache ich das so. Das sieht jetzt natürlich leicht doof aus. Aber das geht ja sogar in Ordnung, weil das wollen wir ja so weiter haben. In dem Ori. Hier wieder Ding in der Mitte. Machen wir es so, vielleicht mache ich das später ein größer. Dann wäre das nämlich dann theoretisch passend. So, der Maintenance Room. Room Buff. Okay, noch nicht. Variable Forced Communist Skills. Increase Patrol Speed. Wenn man Improvisation oder Planning hätte. Okay, hier wird so einiges benötigt. Dann sogar ein paar Upgrades mit dabei. So, a Cleaning Card. Sure. A Tool Trolley. Der soll auch ganz bewusst ganz hinten stehen. Und die Workbench. Yes. Okay, und dann sind wir noch so frei und geben euch ein paar Decorations. Irgendwas, das passt. Ich gebe euch ein kleines Cupboard. Und ja, ich bin so nett. Ihr dürft euch sogar hier hinsetzen. Könnt ihr euch mal ausruhen. Okay, nice. Damit hätten wir das. Das ist ein bisschen
wie auch mehr oder weniger so ein bisschen bei Rimboard, obwohl man da natürlich mit gar nichts startet im Endeffekt. So ein paar Sachen, die man mal erst vorbereitet und mal ein bisschen guckt. Die luxuriösen Stühle im ganzen Kult, ja, so in etwa. Vermutlich ist es angenehmer, auf dem Stuhl zu schlafen, als in der ekligen Matratze. Auf der ekligen Matratze. Was hilft das hier eigentlich? Achso, man kann nur draufklicken. Man kann also nicht irgendwas tatsächlich da klicken, was nachvollziehbar zwar ist, aber trotzdem. Dann wirklich der Ausgang gibt einfach Punkte. Punkt. So, eine Sache müssen wir definitiv noch machen, ganz kurz. Objects Outdoor Floor. Ist zwar eine doofe Sache, aber wir wollen das logischerweise beibehalten. So, es gibt die Möglichkeit. Bis dahin zu laufen. Das ist ein einzelner Weg. Da ist es ein einzelner Weg. Okay, damit habt ihr hier so ein bisschen den Anfang. Ich finde es gar nicht so angenehm, dass die Leute hier theoretisch einfach vorbeilaufen könnten. Mir würde es besser gefallen, wenn man das hier zumacht. Aber es gibt andere Probleme. So, wir wollen mal ganz kurz Rooms gucken. Wir haben aktuell erstmal alles sonst. Also jetzt sind wir darauf angewiesen, einfach mal zu starten und zu gucken, wo das jetzt hinführt. Also wir sehen, so ein paar Leute wechseln jetzt hier schon so ein bisschen durch. Kata setzt sich dahin, genau. Schattenmensch-Schild erstmal. Hier haben wir jemanden. An unknown person. Oh, ich kann den aktuell wirklich nicht mal anklicken. Dachte, ich konnte das gerade eben im Tutorial doch. Das ist eine doofe Sache, aber wir machen, wir wollen das beibehalten. Sehr nach einem Kult, genau. Wo rennst du denn hin? Okay, du guckst dich erstmal um. Ami Chania. Using the pew. Yep, she sure does. Human signpost, current job. That rug really tied the room together. Joint day one, joint, aha. Okay, für jetzt ist hier erstmal nur ein Follower. Grapes for eyes, I guess? Dismiss follower, also. Collects sand. Zombies ate their neighbors. Sure. Okay, aber das sind jetzt... Muss ich mich um die kümmern? Okay, also ihr fängt hier schon mal so ein bisschen an. Mein Glückwunsch. Ich hoffe einfach mal, dass wir das gebacken bekommen. Nom nom nom, Sven Weißbrot. Nom nom nom. I eat Burger, I guess. Bisschen schade, dass ich zum Beispiel hier nicht einfach draufklicken und Sachen verschieben kann, wo ich mich frage, was man dafür tun muss. How long did it take to grow that mustache? I must ask your question. So wie ich das verstanden habe, musst du denen ein abwechslungsreiches Programm bieten, damit du sie umdrehen und ausschütteln kannst. Yes, richtig. Ich meine, wir haben zwei Sachen, hieß es ja, ne? Meditation und der Force Compound, okay. Also, die Person hat sich einfach nur entschieden, da nach oben zu gehen, wo sich jetzt Komo Komo drum kümmert. Okay. Wir machen mal wenigstens schon mal auf zwei, einfach weil aktuell noch nicht allzu viel los ist. So, wir sehen auf jeden Fall... Leute bekommen hier... da kommt die nächste Person. Meine Frage ist, ob zum Beispiel sich hier schon lohnt, einfach mehr von diesen Meditation Mats aufzubauen. Spencer Civello. Der hat gleich 4 Traits. Sie hatte nur 3. Prepared Food. Okay, also es gibt dann irgendwann logischerweise die Aufgabe, jemanden hinzusetzen, der dann Essen kocht. Und überlegt, ob man das Ding hier einfach hier unten dran hängt. Damit die Kantine... Vielleicht eine Beschreibung für die Kantine? Info. Canteens are used to eat food in. Okay, also das ist schon das vermutlich Richtige. Dann zu gucken, dass man hier einfach unten drunter eine Küche ranbastelt. Damit das genau nebeneinander ist. Oh, die Person ist abgehauen. Auch interessant zu beobachten, ja. Aber du bist noch hier. Du bist zum Follower geworden, Spencer. Ein unknown quirk. Wie sieht's hier aus? Keiner. No traits. Research. Hey, hey, hey. Here we come. Use performance components to increase their fun needs. That's neat. Genau. So, ich will mal gucken. The recreation. 10 by fucking 8. 8. Warum versaut ihr mir das jetzt damit?
Meine Frage ist, ob man das irgendwo... Ich meine, ich will eigentlich hier den Anfang dieses Gebäudes weiter ausnutzen. Aber 10 mal 8 ist natürlich jetzt echt doof. Deswegen, das wäre halt... Das wären 10 mal 8. Beziehungsweise... Genau, also... Und das ist ja auch das Fiese, es geht ja nicht um die reine Fläche. Sondern man muss ja wirklich diese Maße einhalten. Klar, man kann darüber gehen, man könnte 10 mal 10 gehen, das wäre auch in Ordnung. Das wäre so der. Und natürlich dann gleich fragt, okay, baut man das nicht ganz so gleich sofort weiter aus? Um noch mehr Platz auch für die anderen Dinger zu gewinnen. Ein bisschen schade, dass man halt nicht sagen kann, hey, behalt das Zeug bei, was schon dort ist. Ich gehe davon aus, ja, das zählt als so... Oh, zählt das als ein Raum? Das würde ja auch in Ordnung gehen, dass man einfach sagt, hey, wir lassen es einfach so. Und sagen... Von mir aus ruhig so. Any Entertainment. Dominos Rubel Cubel Puzzle. The Slot Machine. Replenish the fund of the false communist. Any entertainment object is needed to complete recreational. Dieses Bausystem hat mich in Prison Architect schon immer gestört. Prison Architect ist wirklich so ein Spiel, was ich richtig cool fand. Gerade so die Idee, oh, man kann so seinen eigenen Charakter da reinschmeißen und es passiert dann halt immer so ein bisschen im Hintergrund, also dass man das Gefühl hat, das Ganze ist so richtig lebendig. Mein Problem war immer nur, dass ich das vom Aufbau nie gebacken bekommen hatte. Weil da war die Situation von, oh, du hast logischerweise nicht viel am Anfang. Also man kann am Anfang nur eine Holding Cell haben. Und man hat aber immer das Gefühl, man braucht eigentlich mehr. Man braucht gleich von Anfang an X, Y, Z. Und ich habe es nie richtig gebacken bekommen, zugeben. Ich habe es nicht unendlich lang versucht, aber von den paar Malen habe ich immer das Gefühl, ich brauche mehr, kann aber jetzt noch nicht ausbauen. Alle beschweren sich, sie wollen mehr, ich kann aber jetzt noch nicht mehr bieten. Und das war dann immer so ein bisschen doof. Okay, wir gehen einfach mal hin und ich gebe euch einfach... Alles. Der Kollege geht schön in die Ecke. Irgendwann werden wir vielleicht trotzdem überlegen, das abzugrenzen. Vielleicht ist da ja irgendeine Logik mit dabei. Wie viel kostet das? Ja, einiges. Und, okay, also das benötigt ein bisschen Platz. Okay, cool. So, wichtig ist aber, wir wollen natürlich mit Research weitermachen. Gucken wir mal. Object Acquisition Missions apparently become available on the world map. The world map, mhm. Und Force Communists will walk out to the street to attract potentially better quality followers. Ich denke einfach mal, das machen wir einfach mal. Beziehungsweise ich will mal gucken. Also das sind 3 Stunden und 20 bisher immer. Und das würde zum Beispiel schon länger dauern und mehr kosten. Okay, ich mach's trotzdem einfach mal so in der Reihenfolge. So, ich will nur mal ganz kurz gucken. Gain from followers, visiting the compound und from completing mission. Spend on research, ceremonies, divine inspirations. Richtig, wenn wir hier schon mal sind. Es kann ja nicht angehen, diese verdammte Frechheit, dass die ceremonies... Oh, come on! Really? Ich kann nicht einen halbstündigen... Ich kann es nicht um 18:30 setzen? Okay, dann nehmen wir halt die Streamzeit. 20 Uhr. Ceremonies cannot be changed again for 24 hours after closing this menu. Ja, okay, komm jetzt. Influence Cost. Achso, da können wir natürlich noch ein paar andere Sachen nebenbei machen. Ah, I don't. Okay, 20 Uhr, das sieht doch schon besser aus, als so irgendwie so eine Zeit mittendrin, wo nichts passiert. So, wir wollen es noch nicht zu schnell machen. Aber schneller als langsam. Ey, Weißwut macht sauber. Quality very poor. Also sonst zu beobachten, also ich finde so ein Level-System grundlegend bei Spielen immer angenehm. Mein Problem ist meistens nur, dass entweder Level-Ups komplett uninspiriert sind, man nichts daran tun kann. Und vielleicht zu selten passieren? I don't know. Aber die Idee von, man kann so ein bisschen selber seine Leute in eine gewisse Richtung schicken. Ich denke, das Roombot-System fühlt sich besser an. Aber hier die Idee ist trotzdem nicht verkehrt. Wenn man das Gefühl hat, man kann so ein bisschen selber entscheiden, wie nützlich die Followers sind. Was, wie gesagt, Vor- und Nachteile hat. So, wir können ja mal ganz kurz gucken. Ich denke, diesen Raum müssen wir dringendst verbessern. Dringendst. Denn es kann ja nicht sein. Okay.
Ah, okay, also die gehen wieder nach Hause. So, wir wollen hier definitiv Licht haben. Wir wollen... Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen, wer ist hier gerade Factory resettet worden? Unknown Person. Oh, nur zwei. Forstkommunist Adamant Forstcomney is a direct descendant of Forstcom. Wie sie da wo drauf kommen, ey? Achso, hier ist gerade keiner in der Rezeption. Dementsprechend wird sich jetzt natürlich darüber beschwert. Achso, arbeitet jetzt dementsprechend niemand bei Nacht? Um sich darum zu kümmern? Oh. Okay. Das ist natürlich schon hier time for a rebrand. What? Your choice of cold uniform might have felt like the best fashion decision at the time, but we all know taste change. If you're having second thoughts about any of your customization decision, you can change them by going to the Coldest Overview menu, bottom left. This one vermutlich. And select the customize button. The top 20. Okay. Join us and change the world as we look to pursue forbidden secrets through divine interpretation. Alright. So. Die arme Sau kann vermutlich nicht mal einen Stuhl bekommen, ey. Ich muss wieder bei Deko rübergehen. Kann ich da einfach einen Stuhl hinsetzen? Sieht doch besser aus. So, Pflanzen. Filing Cabinets? Ja, sure. Achso, Moment. Wir brauchen jemanden, der nachts arbeitet. Kann man hier? Hier kann man interessanterweise nur einen sehen. So, Kata, du bist diejenige, die nur am Tag arbeiten möchte. Okay, dann Night Booster. Wie wäre es, wenn wir deinem Namen gerecht werden? Bauen wir das auf. Work. Okay, also wir sagen mal die Nachtstunden hier. So, wir gucken mal. Schlafen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Stunden ist natürlich... Wo ballert man das am besten hin? Am besten einfach hier hinten ran? Sofort an die nächstbeste Stelle? I don't know. So, und dann würde ich sagen, den Rest, den verschieben wir einfach. Das heißt einfach drei hier. Und sieht das überhaupt so, wie ich es mir vorstelle? Ach nee, hier sind nur eins, zwei. Nee, drei am Anfang. Ich meine, dem kann man natürlich wirklich den Luxus geben. Vielleicht lässt man ihn wirklich ein kleines bisschen länger über Nacht arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5. Also die arbeiten schon 10 Stunden. Könnte natürlich auch Eisenhart einfach überlegen, ihm mehr Freizeit zu geben. An einem Stück. Ich versuche gerade das natürlich schon so ein bisschen umzusetzen, dass es halbwegs fair ist. Ich brauche auf jeden Fall nicht, dass du halt... Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir irgendwie die Stunden fehlen, um das gescheit umzusetzen. Ich weiß noch nicht ganz wieso. Okay, also wenn er 10 Stunden arbeiten soll... Das Wichtige ist ja, dass wir einfach das nur so leicht umsetzen. Also die 6 Stunden hier. 3, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, also alles ein bisschen zusammengepresst, anders als die anderen. Ah, damit hast du jetzt hier Nachtsarbeit. Okay, jetzt brauche ich... jetzt läuft er weg. Force Communist Worth. Injured. Como, como. Dirty hands while eating. Duration 6 hours. Treatment not required. Yeah, alright. One of your communists was injured.
An injured communist, forced communist, muss ich das immer komplett sagen, will struggle to perform the duties effectively as they suffer the effects of the injury. Zum Glück schläfst du ja jetzt gleich. Some injuries are minor and heal over time, others require medical attention. Force Commiss has gotten ill after eating with dirty hands. You know, I'm starting to see now how using an old throw as a sink probably isn't the best or the most hygienic choice. After going to the toilet, Force Commiss will struggle to clean their hands properly with a poor quality sink. Upgrading to a better sink will increase the chance of communists successfully cleaning their hands, which will help to prevent illnesses. Yeah, I guess. Explain. How to upgrade. Ich gehe davon aus, Upgrades sind einfach Research-Sachen? Bathroom Upgrade. Alright. Das heißt, das sollten wir dann vermutlich mit der Kitchen und dann Upgrades machen. Okay, die gehen da schlafen. Night Booster. Und. Nice. Achso, Night Booster macht jetzt was anderes aktuell. Injured Person, richtig, du wird hier nochmal vorgehoben. Unknown Person. Okay, also die gehen zum Teil nicht immer automatisch, finde ich angenehm. Also das Gefühl hat, die Welt existiert außerhalb auch so ein kleines bisschen. Ja, Reception war ja generell zu. Daytime Only Room. Aber warum war die Person? Achso, vermutlich gerade passend da irgendwie reinmarschiert. Achso. PR Missions will become available. So, we can now attack PR Missions for Scum and I can guide you through how to do that. It would be great to have someone shouting about how great we are in town. People love that. Sure. Send someone now, please. Missions. Ew. Launch a mission. Ist das Mission? Shouting outing level 1 hour assign. So, ich würde mal sagen, okay, hier wird hervorgehoben, wer der Beste dafür ist. Ja, yeah, it's you. Start covert. Shout loudly about how wonderful Forcecom is. Yeah, word of mouth, so wie es sich gehört. Okay, begin mission. Genau, du gehst jetzt bitte um 1 Uhr in der Nacht raus und schreist in die Welt. It'd be great to have someone shouting about how great we are in town. Genau. Off they go. The success of a mission will depend on many factors. Like who you send and how hard it is. Let's see how they do. Review the mission result once the mission is complete. Okay, ja. So, PR Missions unlocked. Nochmal ganz kurz. Autosaved. A name for ourselves, by getting out there, working hard to build our reputation, we'll be able to elevate our status, genau. So, Force Communists gain experience by performing tasks and going out on missions. By working hard, they can level up and improve, genau, their skills. Spend skill points to make your Force Communists more proficient in specific areas. Hover over each skill to see more information on what areas it affects. So, Mission. Achso. Es füllt sich so langsam. Moment, habe ich Research nicht? Also ich habe es abgeschlossen und dann nichts mehr gemacht gehabt. Kitchen Time. Ganz, ganz dringend. Okay, also das kann nicht bei Nacht getätigt werden. So, Mission complete. So, turn in. Yeah, Aspiring Agent Achievement. So, shout loudly, your force communist returned, PR rating increase, und zwar plus 20. Und es gab auch noch XP. Neat. Looks like they're good at shouting. Missions provide all sorts of rewards and benefits, such as unlocking new objects and providing more resources. Personnel will not return for missions until you view the result. Oh wow. Schließen aber die Tür ab und das nicht mehr rein. There's also a chance that a mission will trigger a mission encounter pop-up. These are mission situations that require you to make decisions. Until they are dealt with, the mission will not proceed. Progress.
I could take all the money for myself. No. Achso, das ist der Level-Up-Ding. Okay, Night Booster. Meine Frage ist, wo wir... Achso, dich habe ich jetzt als Nachtarbeiter eingestellt. Meine Frage muss jetzt sein, wo... Weißt du was, ich mache einfach mal gar nichts. Ich mache einfach mal gar nichts aktuell. Oh wow, wir nehmen tatsächlich unsere Maske ab, wenn wir schlafen. Wie dumm. Aber er drückt das Essen trotzdem auf seine Maske. Okay, die Level-Ups werden uns weiterhin angezeigt, das geht in Ordnung. So, Research wird theoretisch gemacht, es muss sich nur jemand erstmal daran setzen. So, wie sieht es eigentlich mit Followers aus? Okay, wir haben da immer noch nicht allzu viel mehr gelernt. Recruitment ist auch noch nicht allzu weit, das war also wirklich Tutorial. Board. Und, achso, wieder Charnes. War Board schon die ganze Zeit? Ja, Board Roberts war die ganze Zeit schon hier. Okay, Cutter sitzt da vorne Position. Wir machen klapp, klapp, klapp. Walking to the Vending Machines. Interessant, dass Vending Machines hier wirklich... You need to keep a diary. What? It might be useful to make sure some of your force communists take a different lunch break. So there's always someone to man the therapy rooms and keep the money flowing. You can edit the schedule for each communist by opening the menu, then selecting the calendar icon. Here you can set when your loyal communists will sleep, work and have free time. Genau. Wir haben einen Mann jetzt schon mal für die Nacht ausgewählt. Das wird schon irgendwas. I'm in, sagt Sean Black. Okay, wir haben hier Skill Group. Skill Groups are relevant for mission choices, protests and raids. People. Practical. Skill Groups are relevant for... Achso. Okay, aber man sieht, die gehen also in die unterschiedlichsten Ecken. Ja, wir müssen jetzt definitiv so ein bisschen gucken. Zwei Leute haben jetzt hier schon Level-Up schon mal. Hey, Clone Amy. Wir haben, denke ich mal, so ein bisschen das Tutorial abgeschlossen hier. Und zwar gibt es zwar noch mal so ein paar Sachen. Achso, du willst unter die Toiletten haben, richtig. So ein Night Booster arbeitet in der Nacht. Ich gehe mal von außen, sowas wie Espionage vermutlich in der Nacht eher stattfindet. Aber ansonsten bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Weißbrot arbeitet. Bisschen eine Übersicht, was die für Skills. Empathy und Retail. Was macht Cutter eigentlich jetzt offiziell? Okay, du bist offiziell erstmal als Lobby eingestuft. Wir sollten mal wirklich gucken, jemanden für die Lobby zu haben. Und Weißbrot ist einfach jemand, der sich in erster Linie jetzt immer um Meditation kümmert. Das heißt also, in der Hinsicht... Sorry, ich muss einfach nochmal gucken. Man gewöhnt sich dann doch nicht allzu sehr daran. Moment. Augenblick. Ah, vielen Dank. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade versucht, das im OBS selber ebenfalls hinzubekommen. Und das OBS-Fenster ist noch leicht merkwürdig für mich. Okay, dann kriegst Weißbrot, also Empathy und Retail ist das. Bisschen doof, dass wir jetzt zwei Leute haben, die in die Richtung so ein bisschen schon gegangen sind, aber das geht schon in Ordnung. Gut. Und Night Booster, wie gesagt, lass mal aktuell mal ganz kurz noch so. Genau, ein Level-Up ist noch offen. Research ist fertig. Da müssen wir vielleicht auch gucken, ob da nicht irgendjemand
zum Koch wird. The kitchen. You can now build one. Before preparing meals, you need to first purchase ingredients. This can be done via the order tab in the kitchen room menu. Yes, after purchasing the ingredients, you can start cooking meals in the prepare tab to cook up some fancy new meals for our force communists that will not only satisfy their hunger for longer, but will also improve their mood. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Wir brauchen das dringend, denke ich. Kitchen. 8x6. Heißt, das wollen wir da unten ranballern. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal wissen, gibt es hier irgendwo eine Einstellung zu sagen? Achso, man könnte natürlich einfach überlegen, nur Walls zu platzieren. Das würde dann vermutlich Sachen nicht kaputt machen. Aber so wirklich? Na. 8x6. Achso, man müsste das dann also so machen. Wir starten das so. Sagen jetzt Kitchen. Das Ding ist auch schön von der Größe. Hier bräuchten wir Improvisation und Butchery. Oh, hier wird einiges verlangt. Und oh ja, das ist auch gut teuer. So, let the kitchen sink in. The oven. Some work tables. And... Wie schade, dass ich nicht weiß, wie... Achso, move object. Man muss es dann wirklich so machen. Na, no, das sollte vermutlich... Worktop will be destroyed, no refund. Really? Das ist schade, wenn man gerade noch hier im Menü sich befindet, dass man das Zeug nicht wieder zurückbekommt. Oh, well. So, damit haben wir das. Super. Freezer kommt dann in der Zukunft. Das haben wir jetzt einfach nur schlichtweg noch nicht als Option. So, der Prepare. Gruel. Yeah, I guess. Plan. When? Order. Für 500, I guess. Prepare. Is enabled. Alright. Dampf kennt man natürlich auch so dank Rimworld bessere Systeme. Ich hoffe, ich muss hier nicht wirklich alle 5 Sekunden wie bei Let's Build so hinspringen und immer wieder sagen, ja, kauf Neues. Das war schon sehr nervig. So, ich will nochmal ganz schnell hier gucken. Ich will eigentlich, also Cutter ist aktuell so ein bisschen Reception fokussiert. Vielleicht überlegt man wirklich Como zum Butcher zu machen. Ja, irgend sowas vermutlich. So, aber nebenbei müssen wir ganz dringend jetzt hier Bathroom Move 16. Wir haben nicht die Punkte dafür. Okay, ich warte mal ganz kurz. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin, denn ja, nebenbei mit dem Spaß hier kriegen wir 0,1. Irgendwie. Preparing Meals. Oh wow. Food doesn't cook itself, here's a quick guide. First, you need to purchase ingredients so that your chef can get to work. This is done via the order tab. Simply purchase ingredients and then assign a worker to the kitchen to get started. Increase the butchery and improvisation skills will increase the chance of successfully preparing a meal. Cooked meals are served in your canteen. You can set which meals are served in your canteen. Prepared meals replenish more hunger and give better boot effects. Ja. Okay, also... Genau, dann können wir natürlich jetzt hier schon von Anfang an sagen... Homo soll Kitchen priorisieren. Ich gehe mal davon aus, dass das Zeug auch sofort einfach dahin teleportiert wird. Man muss nicht auf irgendwas warten. Und jetzt sind schon wieder 2 Leute mit einem Level up. Ach, die Cutter hat schon wieder ein Level up. Nice. So, dann würde ich sagen, ich gucke nochmal ganz kurz. Wir brauchen Bluffing und Social, nicht Empathy. Okay, Empathy war also in der Hinsicht falsch. Alright. Social und Bluffing. Gut.
Daily cost. Phase cost is based on skill points spent. Low mode can increase this further. This is a reduction. Okay. Weiter geht's. Job priorities ensure that your communists are always assigned to the job that best match their skill set and avoiding the tasks that they aren't so great at. Assigning skilled workers to a job will offer great benefits, such as increased resource output and faster completion of tasks. To update a force communist's priorities, simply open menu, select magnifying glass icon. There are three, genau, das hatten wir alles schon. High priority set this job as your force communist's top priority. They will even kick out non-priority workers. Aha. Low priority tasks are handled if there are no high priority tasks available or when none have been set. Ich habe das jetzt eigentlich ganz bewusst gedacht, hey, wenn nicht drin steht, dann werden die das schon machen. Ignore rooms means the worker will never attempt to work. This is useful when you have individuals with negative effects, genau. Gut. Also ich denke, das haben wir schon soweit ganz gut mit dabei. Wir müssen jetzt nur so ein bisschen dran arbeiten, dass die Leute hier, und ich denke, da könnte man auch jetzt schon mal so langsam überlegen, einfach nochmal eine weitere Reihe hier so hinzuzufügen. Einfach das, oh, das ist nicht mal die gleiche Farbe. Oh, ich kann das nicht mal nachträglich machen? Buh. Man muss also vor... Ah, I feel like I could lay an egg, sagt Sven Weißwort. So, wir wollen mal ganz kurz gucken. Ja, so Recruitment dauert definitiv schon eine ganze Ecke länger, als einem das Tutorial so ein bisschen am Anfang weiß machen wollte. Hey, aber wir sehen hier, jemand ist am Arbeiten und dieser hat mittlerweile auch schon sein erstes Level up. So, Improvisation and Butchery. Gut. So, steht hier jetzt eigentlich dabei? Er ist der Cook. Staff Member. Okay, das sind wir. Receptionist. The Content One. No, that's me. The Preacher, richtig. So, wir sind bei 60 angekommen. Dann wollen wir auch unbedingt hier die Toilet Upgrades jetzt auch schon starten. So, dann wollen wir auch nebenbei gucken. Missions. Okay, also sind die einfach immer Missions vorhanden? Unlock Missions to Research and Divine Inspirations. Some Missions refresh each day. Okay, also täglich müssen wir dann warten und gucken, ob was möglich ist. Oh. Wir sind immerhin bei 4 Followers. Ich dachte, wir hätten jetzt schon mehr gehabt, aber... Nope. Da haben wir scheinbar immer noch Leute, die hier abgewiesen werden, bitte einfach sich nicht so einfach überreden lassen. Schade eigentlich. Wir haben immerhin für 16 aktuell Platz. Ich gehe auch davon aus, dass man irgendwann die direkten Followers, die Force Communists natürlich noch erhöhen kann. Und die Followers dann auch. Und die Frage, wie groß ist denn der Bereich hier eigentlich? Gar nicht mal so groß. Ha. Huh. Bin ein bisschen davon ausgegangen, dass man... Ich meine, immer noch möglich. Oh, jetzt hier, 20 Uhr. Time for den Livestream. I'm just going to get on with it. Like and subscribe. Oder follow hier auf Twitch. Keep going, I'm almost there. Okay, Summon Quality ist weiterhin nur bei 2, aber immerhin haben wir wieder einiges an Phase bekommen. Force Communists can hear the call of Force Com. Weil wäre auch schlimm, wenn nicht, wenn das die eine und gleiche Person ist. So, preparing food is running low. Really now? Ah. So, genau. Du arbeitest hier nebenbei, während der Rest sich zu Bett begibt. Deine Arbeitszeit hat nämlich jetzt gerade begonnen. Ja, diesmal ist ja auch niemand reingerannt. Ich denke wirklich, das Problem ist einfach nur, dass ich es auf das 20 Uhr gelegt hatte, was einfach diese letzte Chance hier für den Raum ist. Da ist einfach jemand rein und nichts ist passiert. So, there's no use in keeping your force communists up all night when our followers will be at home asleep. But followers will quite happily spend a large amount of time and money
at our esteemed establishment. They all need to go home eventually. This is the perfect time to get some words of rest. Ja, zum Glück ist das Standard so richtig eingestellt, denke ich. Deswegen, ja, Night Booster ist aktuell noch so ein bisschen in der Hinsicht überflüssig. Oh, kriegen die keine Level-Ups, solange das nicht... So, guck mal. Increase Mission Planning Speed. Achso, das sind ja mehrere Skills, aber die man mal so ein bisschen gucken muss. Healing Speed. Okay, da müssen wir also irgendwann gucken, mich sowas wie ein Doktor zu fokussieren. Recruitment Influence. Reduces time to complete Propaganda. Cooking, Healing, Moonshine. Research Speed. Increase Module Progress Speed. Whatever that means. Increase Research. Okay, also das sind die beiden Skills hier für ihn. Increase Patrol Speed. Lustigerweise Patrol ist hier für Maintenance. Mission Planning Speed. Ich denke, ich werde trotzdem was wie Planning und Espionage einfach mal für ihn erhöhen. Increase Money Gains. Und hoffe, dass das irgendwann richtig sein wird. Okay, es ging aber trotzdem nebenbei weiter nach oben, was nicht selbstverständlich ist. Gibt es genug Spiele, wo das nur weitergeht, wenn man wirklich auch die Punkte verteilt. Eine Mission. Wieder mal um, ja, um Mitternacht halt. Was haben wir denn hier so Feines? Participate in a What Cold Magazine Segment about accidentally melting into walls at the newspaper offices. What? Oh, das gibt so einiges, aber auch plus in Heat. Gain from committing acts that attract negative attention from the public. Heat will also passively change passively based on how many followers you have. Too much heat will result in protests and police raids. Passive change per day minus 6. Okay, ich bin mal kurz... Achso, da könnte man natürlich jetzt trotzdem überlegen, einfach Night Booster kurz dahin zu schicken. Dann kann ich mal ganz kurz einfach mal rausfinden. Genau, es ist nicht alles perfekt, also in der Hinsicht... Oh, da ist ein Cooldown mit dabei. Ich will trotzdem mal gucken, wenn man jetzt sagt, hey, Night Booster, 66. No. Start Covert. Das noch exist, okay. Okay, dann warten wir mal ganz kurz noch mal eine Sekunde, denn wenn es wirklich mit Schattenmenschen eine bessere Chance gibt, dann wollen wir die natürlich auch haben. So, Kato ist mittlerweile schon wieder wach. Und unsere einer ist auch hier irgendwo am Herumäumeln. Normalerweise... Achso, ne, die haben wirklich keine festgelegten Betten. You've just triggered your first mission encounter. No, I did not. These can occur when your codes are on a mission. Your mission will not progress until it is resolved. It's therefore a good idea to deal with them as a priority. Mission encounters are present you with a number of different decisions to make. These could result in a range of positive and negative outcomes, such as unique rewards or lasting injuries. So choose carefully. Some options require your mission force communists to have a certain amount of skill points and certain skills. These can be different to the useful skills that improve the overall mission success chance. It's therefore good to send force communists on missions with a broad range of different skills. If you don't immediately deal with a mission encounter, it can be triggered later by clicking on the mission tab. Remember that your mission will not complete until the encounter has been dealt with. Genau. Aber auch gleichzeitig wie angemerkt, wir haben die Mission noch nicht gestartet. Also irgendein Encounter ist nicht mal drin. So, ich lasse logischerweise Schattenmensch hier noch so viel Zeit wie möglich. Ah, problem solved is a new problem made. Ding. Okay, unlock new bathroom. Wir mal gucken, wie es da theoretisch... Oh, da geht's wirklich in eine Richtung weit. Oh, step ladder. Increase repair speed. Oh, burgers. Burger, 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 burger. Mood boost. Object acquisition. Recruitment. Wir haben zwar logischerweise überhaupt nicht die Research Points dafür. Meine Frage ist trotzdem, vermutlich sollten wir jetzt dann schon mal gucken, die hier unten zu machen. Einfach weil wir ja durch die Followers so viel bekommen, dass das vermutlich die beste Entscheidung ist. I dreamt about sinking in quicksand. Mein Glückwunsch. Hey. So, ich hoffe, dir geht's soweit ganz gut.
Du arbeitest dich dorthin, sagen wir mal. Oh, der Buff hier geht auch langsam flöten. So, Missions. Wir sagen... Moment, wie kann ich Unassign sagen? Assign. 100%. So soll das aussehen. Begin. Let's go. Ja, Researcher müssen wir, wie gesagt, warten. Wie viel brauchen wir? Gucken einfach mal. 40. Follows using this to generate money in the small mountain influence. Okay, also... Ich denke, das sind so ein bisschen, wenn man so mit Two Point Hospital oder ähnliches vergleichen möchte, einfach so ein bisschen die Operationsbereiche, wo man Leute versucht zu... Ja, guidance is required, genau. Do it now. Street Performer, the Great Gumblor, is performing as you walk by. He beckons you closer in an overly extravagant manner. He's performing the cups and ball trick. Challenging passes by to guess which cup the ball is under after he mixes them up in front of you. Want to bet? Don't bet yet. Study the next performance. Ich denke, das wäre etwas, was wir machen. Bei 108 und 2000, wenn ich sehe, wir haben... 2000 wäre übel. You decide to observe another person attempt the game. They step up and gamble 1000. The Great Gumblor seems particularly happy with this and starts to set up the cups. Choose your method of learning. Stare at the next game as wide-eyed as you possibly can and don't even blink. Required practical one. Focus on what the Great Gambler does with his hands during the performance. Change your mind, leave. Oder logical. Stare into the Great Gambler's eyes during the performance. Look at his fucking hands. You focus on the Great Gambler's hands as he carries out the performance with another player. His hands weave back and forth and towards the end you think the ball on the left side seems very light, as if it holds no weight. The current player chooses the left cup and is wrong. The Great Gambler asks you to gamble now or move along. Achso, nee, wir haben verstanden, dass im Linken nichts sein kann. Also wir hatten schon richtig. Schattenmensch. I'm trusting ya. So, a ball is shown being placed under the center cup and the game begins. You watch the cups intently as they smoothly moved around the table, swapping places with one another. The pace gathers and towards the end there is a blur of hands covering the cups as they move rapidly. The move halts suddenly, and you are unsure where the ball may be, but you must guess. Okay, Schattenmensch. Right, left or center? Schattenmensch muss entscheiden. Wir haben durch den Text leider überhaupt nichts gelernt. Center, the middle. The ball was not under this. You lose your stake. Oh no, unser Fleisch. Tja, Schattenmensch. Ich glaube, du musst in disziplinären Raum ein bisschen hier alleine schlafen. Ohne Licht. Gelegentlich mit ein bisschen Peitschen. Ist hier schon wieder alle? Ja, yeah, I guess. Contamination at major food supplier. Dangerous fungus spores detected in multiple tests. Ach, habt euch nicht so. It's spicy flavor. Contamination triggers mass recall of all prepackaged foods and ingredients products at North Town Factory. Infection symptoms include fever, violent outbursts, and a desire to eat find out more on page 3. Hot dog man steals suits. Last Saturday, a man in a hot dog car smashed through the window of a local clothing store. It was reported that multiple suits were stolen. Police are appealing for any witnesses to the sausage-based crime to come forward. Instant, all ingredients, prepared meals and vending machines have been destroyed. The fuck? Hat mir einfach die vending machine geklaut. Das hat 700 gekostet. Immerhin haben wir noch Schnitzel. Louis? Ich glaube, wir haben nämlich gar nicht in der Hinsicht irgendwas. 5. Achso, wir haben noch genug. Okay, man muss sich vielleicht mal ein bisschen ranklotzen. So,
Die Mission? Achso, die Mission ist damit offiziell noch gar nicht fertig. Okay, ich dachte, das würde da zusammengehören. So, richtig, wir haben Upgrade-Möglichkeiten. Oh, wow. 360. Normale Toiletten. Okay, also ich bin bereit, euch wenigstens ein gescheites Waschbecken anzubieten. Für mehr bin ich aber hier ein bisschen knausrig. Mission. So, gucken wir mal. Komplett. So, we participated 100%. Wir haben ein bisschen Heat gewonnen, aber der Rest ist ganz wichtig. Auch gerade Influence. Nochmal XP für Schattenmensch. Oh, Force Communist gained a trade. Und zwar Schattenmensch. Level up. Oh, Raging Soil. Mood break only ever result in them soiling their pants. Ah, you wouldn't like me when I'm angry. He's gonna piss himself. On the regular. Erst verspielst du mir hier das Geld. Und jetzt braucht er noch Windeln. Aber hey, du hast ein Level Up. Jetzt müssen wir eigentlich schon überlegen, wo wir aktiv mit dir hinwollen. Denn aktuell, wie gesagt, machst du eh einfach I'm doing it for Fortcomly. Vermutlich statt dann Alarim besagt zu gehen. Will a boy ever be born who can swim faster than a shark? Hier schon, definitiv, ja. Komm her und gib einfach dein Geld aus. Also ich gehe mal davon aus, dass hier wirklich erstmal nur unsere Leute hin können. Die Followers haben da überhaupt nichts zu lachen. So, wir müssen aber mal ganz kurz hier nochmal gucken. So, wir haben jemanden fix für die Kitchen, theoretisch fix für die Lobby, fix für Meditation. Das heißt also, aktuell würde für Maintenance jemand fehlen und für den Force Compound. Ja, und Research Office. Am liebsten würde ich ihn natürlich eigentlich in den Research schmeißen. Weil das ist nämlich das, was ich immer mit dir mache. Auch gerade sowas wie, wenn wir schon alle ansprechen, Rimworld. Du bist immer mein Researcher. Dementsprechend Research. Espionage and Intelligence. Sinnerweise das hier oben. Nee, Espionage and Intelligence. Okay. Und Intelligence war das, ne? Genau. Gut, dann ab mit dir dahin. 15. Oh, die geben. Moment, die geben mein. Ihr gebt mein Geld in der Vending Machine aus? What the fuck? Moment, ihr sollt euer eigenes Geld da reinpulvern. What? What? Was ist bitte 15? Bugs wert. Also, was isst ihr da? Vending Machine. Das ist einfach nur. Ja, ich weiß, ich kann auch kochen, aber die Dreckskinder gehen natürlich trotzdem hin und schmeißen mein Geld so raus. Ich will euch die Optionen geben. Geht. Das Zeug ist immerhin. Hier, zum Beispiel, jetzt ist hier wieder einer, der irgendwie von uns was will, aber da ist aktuell noch niemand. So. Weiß. Oh, 3 Sterne. Ja, wir essen die Vending-Maschine. Ja, so in etwa. A feeling, a real sense of community. Hey, nice. Als wäre das genau das, was wir haben wollen. So. Skillpunkte. Wir haben hier angefangen. Machen wir einfach dort weiter. Moment. Habe ich das richtig gelesen? Max Level reached. Mehr als Level 3 kriegst du nicht gebacken. Das erklärt also hier die Ansage von very poor quality. Ja, yep, Level Cap ist 3, Skill Cap ist 5. Ha. Huh. Okay, also da würde ich dann mal sagen, wir müssen definitiv Augen nach besseren Leuten offen halten.
Und dann werden wir vermutlich euch einfach durchwechseln und erneut so benennen. So, wir können aber jetzt hier schon mal mit den Sachen da unten anfangen. Yes. The Spirit Chamber. Aber das wird dann auch so ein bisschen interessant. Gaining influence. Struggling to gain enough influence? Don't worry, we've all been there before. Building therapy rooms is a great way to increase. Genau. Check the amount available objects in the room summary tab to see if you have any remaining objects that can be placed. For example, placing the maximum amount of mats in the meditation room. You can also increase your influence output by leveling up Force Communist in the relevant skills for chosen therapy room and then assigning the job as high priority. Genau. Weißbrot ist ein ehrwürdiger Titel in diesem Kult. Ja, man kann die auch abwählen. Man kann die einfach rausschmeißen, wenn man will. Wenn es eisenhart darauf anlegt. Das wird dann vermutlich irgendwann der Fall sein. Obwohl ich mal ganz kurz nochmal gucken will. Der Beste ist ja hier zum Beispiel gerade Schattenmensch. Average Quality. Level 8 ist also hier das Maximum. Ich mich frage, wo ist das Maximum? Ich gehe davon aus, geht mindestens noch eine Stufe höher. Pick any of the resources on the HUD to access the stat menu. Yes. Oh, und natürlich ist wieder eine Mission bereit. Wir gucken zumindest schon mal, was es wäre. Da oben. Participate in the noisy listen do FM segment about the Force Community at the radio station. Ja, es gibt nochmal mehr Heat. Das ist ein bisschen das Doofe. Ich weiß nicht, wie viel Heat halt dann zu Protests führt. Level 8 ist average, müsste auch höher gehen, vermutlich seltener. Ja, das wird vermutlich so ungefähr sein. Das heißt, wir müssen dann auch definitiv irgendwann gucken, dass wir hier uns auf das Recruitment Office dann stürzen. Dann kriegen wir nämlich nochmal bessere Followers, die wir dann wiederum konvertieren können. Okay, ich glaube, du bist so ein bisschen für mich neu. Oh, Meditation Gong irgendwann nochmal. Oh, Maximum is placed. Wo sehe ich das? Achso, 5 von 5. Okay, nämlich wichtig, in den anderen Räumen war es immer der Fall, ja, hier wird einfach nur angezeigt, wie viel man hat. Dementsprechend, ja, das ist also wirklich ein Maximum. Wo ich mich frage, ob ein größerer Raum das Maximum erhöht? Oder ob es grundlegend einfach nur 5 ist. Das heißt also, ab einem gewissen Punkt wird man vermutlich viele Räume doppelt und dreifach haben. Oh, Research ist schon wieder fertig. For us using this will generate money, genau. Okay, also das kostet alles soweit immer erstmal noch 40, erste Stufe. Da ist also überhaupt kein Unterschied dabei. So, dann heißt es jetzt gucken. Meditation Spirit Chamber. Also ein bisschen schade, dass da kaum Flavortext mit dabei. Oh, Job ist Ghost Whisper, Empathy und Retail. I just hate the general pop. Black. Yeah, who does not? Ich will mal ganz kurz gucken. Weißbrot. No, Weißbrot. Retail und Empathy. Ist also in der Hinsicht immer noch in Ordnung. So, dann bauen wir das mal. Eine Frage ist, ob man das irgendwie clever bauen sollte. Ich hatte erst überlegt, ob man es so dran vorbei arbeitet. Und ich denke, ungefähr werden wir das sogar auch tatsächlich angehen. Heißt, wir arbeiten da so runter, dass wir da theoretisch weitergehen könnten. Aber ich baller das Ding einfach hier so hin. So, nochmal ganz kurz, ich hab's schon wieder vergessen. 10 mal 8. Meditation ist 9 mal 9. Okay. So, was ist das für eine Tür? I don't know. Ballern's einfach hier hin. The Spirit Chamber. Was haben wir denn hier so Feines? Eine Ouija-Table. Cool. Ja, man sieht aber schon, das ist schon in... Achso, alles ist nur ein... Wo die ersten beiden sind hier nur.
haben wir den... das wollen wir natürlich eigentlich schon ganz cool platzieren. Haben den Spirit Table. Jupp. Was auch immer euer Problem hier gerade ist, wenn ich fragen darf. War kein Platz? Oder noch nicht vollständig? Jetzt gucken wir einfach mal. Noch nicht vollständig. Alles gut. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich in das Problem, dass wir hier vermutlich jetzt mehr Leute brauchen noch, die wir aktuell noch nicht haben. Ja. Better not touch that. Kann man irgendjemand, der in der Rezeption vielleicht mal ganz kurz... Vielleicht ist das wirklich der Punkt, wo man jetzt überlegen muss, dass die alle gerade eben nicht zur gleichen Zeit ihre Freizeit genießen dürfen. Das heißt... Ja, da macht vermutlich einfach mal 2 Stunden vorher Pause als die anderen. Das war jetzt ein bisschen doof, weil jetzt hast du vermutlich nicht die Chance gehabt. Oh, jetzt ist sie abgehauen, die Person. Hatte jetzt einfach nicht so die ganze Chance gehabt. Okay. Ja, du chillst da jetzt gerade. Ach so, ja, richtig. Das wollen wir noch machen. Dann, ja, vermutlich das Beste wieder hier. Gerade vor allem jetzt auch mit den 2 schon Intelligence. Ist eh gerade niemand in dem Raum. Das kann er nur für selber auch vermutlich Waffe auf Weißbrot übernehmen. Ja, wir haben uns da hingesetzt. Skill Point Spending. If you want to make an efficient, successful code, then you need to make sure you are getting most of the personal development. Ja, genau. Each job has 2 relevant skills. Better results, genau. Customers have a maximum skill level, which is set based on their quality. Low quality workers have very limited potential. So, wer ist ein Komo? Du hast Butchery, machst aber nebenbei noch anderes Zeug. Ich nenn's mal nicht ideal. Aber gut. Ja, und das ist dann auch hier schon Max Level. Okay, ich würde sagen, wir machen noch den Tag hier zu Ende. Und dann kommen wir auch schon gerade mal nach 4 Tagen gespielt für den heutigen Stream zum Ende. Also, ich finde es ganz interessant. Aber ich sehe definitiv schon so diesen einen Kritikpunkt, den ich gelesen hatte, dass vieles davon so ein bisschen auf Warten fokussiert ist. Warten, dass Sachen passieren. Ja, wir haben 100%, damit wussten wir, das wird hier gut verlaufen. Also müssen wir aufpassen, Heat wird jetzt natürlich so ein bisschen damit generiert. Mal gerade XP und Co. sollen uns helfen. So, Research. Na, wir haben die 40 wieder. Dementsprechend, wie angekündigt, das wird hier zumindest schon mal gestartet. Und Level Ups für Night Booster. Auch leider eher very poor. Und 3 Sterne. Nice. So, Espionage und Planning. Da bin ich, wie gesagt, mir aktuell nicht mehr so sicher, ob das überhaupt clever war. Ja, nebenbei noch mal ganz kurz gucken. Improvisation und Planning wären hier theoretisch sowas. Man kann natürlich auch überlegen, ihn hier so ein bisschen in alle Richtungen zu gehen, aber auch er hat natürlich jetzt hier schon wieder das Maximum erreicht. Das heißt also... It's just a scratch. I have had worse. Oh boy. Er ist halt leider nicht jemand, der vermutlich allzu viel mehr machen darf. Ich würde trotzdem überlegen. Ich gebe dir einfach mal Improvisation tatsächlich nicht nebenbei noch. Damit hast du hier so ein bisschen das, was du abdecken kannst. Und... Genau, irgendwas anderes, was ernsthaft noch hilft. Hier. Dann kannst du so ein bisschen Research und Maintenance gleichzeitig machen. Das würde ich dann mit einer besseren Version von dir updaten. So, PR-Campaign. Level 4. Mich würde natürlich interessieren... Okay, du hast einen Cooldown. Ja, vielleicht ist das... Oh, ich kann dir sogar 2 Leute da hinschicken. Participate in the inner pointless Wardle Magazine Segment about paranormal nonsense at the newspaper office. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir für heute... Moment, nope. Schattenmensch hat schon wieder ein Level up.
Ich meine, ganz simpel. Es geht einfach dort weiter entlang. Noch mehr Research, noch besser diesbezüglich werden. Ja, kommen wir für heute hier zum Ende. Simpler Start. Ein paar Sachen durften wir zwar schon selber machen. Ja, Pro Skills, schon auf 3. Und ich würde sagen, wir gucken für nächstes Mal, das heißt also wieder Freitag 20 Uhr, machen wir hier nochmal weiter. Gucken nochmal ein bisschen, wie das Ganze weiter ausgebaut werden kann. Sei es halt so schön mehr Communists haben oder halt vielleicht die irgendwann auszutauschen. Aber ich bedanke mich fürs Einschalten. Bedanke mich, sei es live oder bei YouTube später. Und natürlich aber auch Schattenmensch und Clown Amy für das Live mit dabei zu sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.